sind Delicious Red und ihr seht Mullerchuck, die einzige TV-Sendung, die ihr wirklich braucht. Eure Heimatstadt Mödling gilt als Spießer-Hochburg. Ist Rockmusik da die Antithese? Ja, sicher, auf jeden Fall. Ja. Muss man machen, weil sonst packen wir es dort überhaupt nicht. In Warum denn? Naja, es sind doch ziemlich viel Gespritzte dort. Also. Was heißt, was nennst du unter Gespritzte? Naja, es sind doch die Leute, die eher, ich weiß nicht, eher die betuchteren Leute sind dort irgendwie und ja. Schöne große Häuser und alles, und wenn man dann nicht in sowas wohnen kann, dann muss man seinen Frust über die Musik auslassen, natürlich. Also. Und wie schaut das dann aus? Was tut ihr dann so? Musikmäßig? Ja. In Mödling? In Mödling. Ja, die Sau auslassen im Proberaum. Machen, was uns passt, was uns gefällt, und ja, wir schauen einfach, dass wir unser Ding durchziehen und möglichst, ja auf jeden Fall das machen, was wir wollen. Ist das eine Art Therapie für euch? Eine Therapie. Ja, irgendwie, ich meine, ich glaube, dass es noch nicht so schlimm ist, dass wir es nötig haben, eine Therapie, aber wenn, dann ja, kann man schon so sagen. Daniel? Schon richtig, aber wie man sieht, wir sind eh noch halbwegs seriös gekleidet, also wir müssen noch ein bisschen arbeiten. Aber wie gesagt, wir machen ja Album für Album immer härtere Musik, und das ist schon definitiv gedacht, dass wir das einmal ablegen, unser Mödling-Trauma. Ne? Wenn man leidenschaftlicher Rockmusiker ist und plötzlich wird das gesamte Equipment geklaut, was ist das für ein Gefühl? Woher wisst ihr das? Das war nämlich wirklich bei uns so. Also nicht ja, das ganze Equipment, aber es ist uns irgendwann einmal im Proberaum einbrochen worden und ein paar Sachen. Ja, schwierig natürlich, weil man ja nicht so viel Musik mit der Musik, also nicht so viel Geld mit der Musik verdient. Und das ist natürlich heftig, die ganze Sache. Es dauert, bis man es wieder drinnen hat. Schon. Schlimm. Ziemlich. Wie habt ihr darauf reagiert? Das erste Schockerlebnis, oder? Ja, naja, im ersten Moment denkt man schon irgendwie ans Aufhören. Also, ich meine, ich muss sagen, so gemein das auch ist, unser alter Gitarrist, dem ist damals das meiste gestohlen worden. Mhm. Und zum Glück nicht mehr. Also gut, mir als Sänger kann sowieso nicht viel gestohlen werden. Aber nein, es war schon kurzfristig, was wir uns gedacht haben. Also, wenn Christel Stürmer von ihren Lieblingsrockbands redet, dann schwärmt sie gerne von Delicious Red. Was steckt da dahinter? Ich denke, unser neues Album. Das ist einfach dermaßen viel Kraft in sich birgt, dass das die meisten Leute überzeugt. Ich glaube, mehr kann nicht der Grund sein. Tiere. Was sagt der Bassist dazu? Tiere. Tiere? Was? Er ist der Bassist. Ich bin halt so im Veranstaltungswesen tätig, und bei der Christina Stürmer habe ich schon sehr viel Boxen aufgehängt und sehr viel das Schlagzeug gestimmt. Gespielt auch oder nur gestimmt? Eine halbe Nummer gespielt auch schon einmal. Nein, eine halbe Am Nummer. 1. April, das war April-Scherz. Ja. Hm? Da haben sie geschaut. Euer Bandname lässt vermuten, dass ihr euch für Blutsauger begeistert. Habt ihr ein Faible für Vampire? Bei Rot denkt man halt doch irgendwie in erster Linie an Liebe, aber genauso gut ist auch irgendwie, verbinde ich es persönlich auch irgendwie mit Blut, und deswegen finde ich das irgendwie einen sehr lahmenden Kontrast, und das war auch der Grund, warum wir uns dann im Endeffekt für den Namen entschieden haben. So köstlich, köstliches Rot, köstliches Blut, aber auch irgendwie köstliche Liebe, lahmend, cool. Mhm. Oh,
side cheering. It's like watching an old movie again and again. We can't be sure that it won't always shed the same. And our memories will be written across this, which mark the place we've changed. History, but that's not long. Can we have just one more? I need it, 'cause right now I feel like I'm on top of the world. I feel like I'm on top of the world.